Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Gamble. Heute ist Montag, also für euch ist heute Montag, das ist eine Vorproduktion, denn ich bin jetzt nur unterwegs. Ich komme am Mittwochabend erst wieder, deswegen kommt Dienstag und Mittwoch auch eine Vorproduktion, werde ich jeweils auch nochmal sagen. Ich würde sagen, wir spielen halt Mech-Arena Montag und ich habe hier ganz viele Queste für Kontrollpunkteinnahme. Ja, was heißt viele Quests? Einmal den hier, den hier und den hier. Oder? Ah ne, komm, wir spielen Wettbewerb. Viel Spaß beim Wettbewerb. Wettbewerb gibt's nicht. Noch nicht. In einer halben Stunde. Also am Mittwoch. Ich spiele jetzt den Kontrollpunkt. Dann viel Spaß. Die erste Runde geht los. Kontrollpunkt. Ich muss verhindern, dass der Gegner die Mitte einnimmt. Ob ich das schaffe, das ist immer sehr schwierig. Schnell erstmal hier runterstellen. Warte, bis wer vorbeikommt. Nachladen. Nachladen. Da kommt einer. Ui. Die Rakete hat mich erwischt. Kein Problem. Jetzt haben wir den hier. Schauen wir uns in der Mitte rein. Gut. Hätte mir nicht beschossen, okay. Schade. Mal ein bisschen riskant gewesen, ich weiß. Nein, ich kann bitte einnehmen. Okay. Haben sie noch nicht eingenommen? Wenn sie mit teilnehmen. Nee, noch nicht. Ja. Die Mitte nicht eingenommen. Das heißt, ein Angriffssieg. Juhu! Warum kommt nicht das Zeichen? Haben die einmal die Mitte eingenommen? Quest? Ich hab nicht. Ah, hier, jetzt. Oh, der Kontrolle. War das die Quest? Ich glaube, das war die Quest. Offenbar einfach, dass die Quest war. Zweitbester Spieler. Jawohl. 3-3. Er hat 7 Punkte, sage ich jetzt mal. Ich habe 6. Ich war der drittbeste Spieler. Gut, dann geht's weiter. Nächste Runde. Viel Spaß. Okay, wir haben noch nicht den Erfolg. Erobere
dass der Gegner den Mittelpunkt nicht erobern darf. Also haben sie gerade den Punkt erobert. So ein Mist. Ich habe nur den Erfolg bekommen. Habe erobere 3 in einen Kampf war das. 3 Mittelpunkt jetzt. 3 Felder in einen Kampf erobern. So. Schauen wir mal. Oh, der hat gesessen, der Schuss. Okay. Die dürfen den Mittelpunkt nicht erobern. Von mir aus kann ich auch verlieren, aber einen Mittelpunkt kriegt er nicht. Ah, Mist. Da haben sie mich erwischt. Ah, haben wir jetzt als nächstes den... Nein! Die erobern den Mittelpunkt. Scheibenkleister. Ah, habe ich schon wieder nicht geschafft. Mann, oh. Nächste Runde. Hätte doch alles einnehmen können. Aber warum nimmt der Mittelpunkt ein? Jetzt muss ich gewinnen. Warte jetzt. Okay, gewonnen. Oh, ich bin MVP. Ich bin dabei. Schön, das freut mich. Aber es bringt mir nicht viel weiter. Okay, ich habe 2 Goldmedaillen. Das ist die eine Quest schon mal. Einen Sieg habe ich schon, 2 Kämpfe habe ich schon. Oh, 4 Queste fertig. 2 Queste. Gut, 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 gut.
Aber den ich haben wollte, der ist noch nicht fertig. Ist 10-1. Jo, ich war der beste Spieler. Dann, let's go, letzte Runde. Viel Spaß in der nächsten Runde. So, das ist die letzte Runde für Montag. Und wir müssen immer noch verhindern, dass der Gegner den mittleren Kontrollpunkt einnimmt. Hiernach werde ich das Video für Dienstag fertig machen, Days After. Und danach spiele ich wieder Mech Arena. Bis dahin ist dann auch. Bis dahin ist dann auch der Wettbewerb wieder frei. Hat denn die das eingenommen? Das gibt's doch nicht. Schon wieder nicht geschafft, die Quest. Das kann doch nicht wahr sein. Und es war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Okay. Pemdas hat mich gekillt. Der ist noch KI, Pemdas noch nicht. Okay, dann können wir jetzt den hier nehmen. Egal. Ich muss noch eine Quest machen mit den Epic-Leuten hier, ne? So. Wird anvisiert, kein Problem. Double KO. Nice. Eine Double KO. Nee, den möchte ich nicht spielen, dann lieber den hier. Also ich möchte schon gerne spielen, aber ich möchte ja erst meine schwächeren Bots spielen. Mechs spielen, Bots, Mech. Mechs spielen, damit ich... was hab ich denn hier? Damit ich auch mal an die Stärken rankomme, nicht meistens habe ich immer gespielt, meine schwächeren Mechs, ihr wisst was ich meine, meine schwächeren Mechs habe ich gespielt, um die Erfolge zu kriegen und meistens immer ein starken Mech dazu geholt, damit ich da wenigstens, wenn es irgendwie knapp wird mit dem Sieg oder so, dass ich dann da schnell noch gewinnen kann. Ich will mir auch überlegen, ob ich meinen Hangar wieder komplett umstelle und sage von wegen, ich nehme nur noch schwachen Mechs mit. Hat es sich allerdings nicht gelohnt, immer hier diese
Städte möchtest du holen? Mal für 2 Euro oder für die A-Coins? Weil hätte ich ja lieber die schwächere Mix erstmal aufhalten müssen. Ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir erstmal die dritte Runde fertig. Und ich habe 8 Tötungen, weil ich habe am meisten Schaden gemacht. Okay. 1, 2, 3 Queste fertig gemacht. Und nachher kommen noch ein paar andere Queste. Also für den Mittwoch dann. Jetzt wird erstmal Days After gespielt. Und war der Beste. Ja, ich sag mal, ich war der Beste mit Ihnen hier zusammen in der letzten Runde. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nächstes Mal seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Wiedersehen. Ciao, ciao.